Hessen TV berichtet. Montag, 3.10.2011. Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit. Teil 5. Ansprache durch Dr. Herbert Wagner, Oberbürgermeister AD der Stadt Dresden. Von der friedlichen Revolution zur Deutschen Einheit am Beispiel Dresdens. Sehr geehrter Herr Burkhardt, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Christine Petermann, sehr geehrter Pfarrer Born, liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hamm, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Tag der Deutschen Einheit ist für mich ein Tag großer Freude und ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Ratsvorsitzender, für diese Einladung hier nach Hamm. In Hamm ist die Deutsche Einheit keine Terra Incognita mehr, wie ich bei allen drei Vorrednern gerade hörte. Und auch die Einweihung des Platzes der Deutschen Einheit am 12. August zeigt, dass sie ein sichtbares Zeichen gesetzt haben, hier mitten im tiefen Westen, ein sichtbares Zeichen gesetzt haben für die Deutsche Einheit. Und zur Einweihung, Herr Oberbürgermeister, sagten Sie, wer die Zukunft gestalten will, muss die Vergangenheit kennen. Ja, wenn wir, das ist heute nicht unser Thema, an Europa denken, an die Finanzkrise, dann können wir, denke ich, mit den Erfahrungen der letzten 21, 22 Jahre auch diese Krise mutig angehen, vertraut den neuen Wegen. Denn wir haben 89, 90 die Ärmel hochgekrempelt, in Ost und in West, und nicht nur von Solidarität gesprochen, sondern diesen Geist gelebt, und das sollten wir auch in Zukunft weiter tun. Doch wie kam es dazu, dass die Bürger in der DDR die SED-Diktatur abschüttelten und somit den Weg für die deutsche Einheit frei machten? Die deutsche Einheit, die die Gründer der Bundesrepublik 1949 in ihr Grundgesetz geschrieben haben und an dessen Ziel Helmut Kohl immer festhielt. Erinnern wir uns an das Jahr 1989. Die Welt war geteilt in zwei bipolare Machtblöcke, die sich gegenseitig bis zur atomaren Selbstvernichtung bedrohten. Doch seit 1980 war in Polen etwas anderes schon da. Erstmals gelang es, nicht mehr mit der Solidarność eine Opposition zu zerschlagen. Und seit 1985 leitete unter Gorbatschow diese also wird nun ein Tauwetter eingeleitet mit Glasnost und Perestroika. Und im Gulasch-Kommunismus Ungarn wurde im Sommer die Grenze löchrig. Nur in der DDR, unter der altersstarren SED-Führung geschah nichts. Erich Honecker sagte noch im Januar 1989, die Mauer wird noch 50 Jahre bestehen und wenn es sein muss, auch 100. Und niemand in Ost und West widersprach. Ja, so hätte es kommen können. Und im Mai 1989 fälschte eben Krenz die Kommunalwahlen, was gar nicht nötig war bei diesen unfreien Wahlen. Und auch nichts geschah. Und nach der Niederschlagung der Unruhen der Demonstrationen auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking, da erklärte die DDR-Volkskammer, es wurde eine Konterrevolution niedergeschlagen. Und der Kronprinz Erich Honeckers, Egon Krenz, der daraufhin nach Peking floh und wieder zurückkam, erklärte als erstes auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld, dort wurden wieder Ruhe und Ordnung hergestellt. Ein deutliches Signal an die Bevölkerung in der DDR, was wir nicht zu tun hätten. Doch die DDR trieb weiter schleichend einem wirtschaftlichen Ruin entgegen. Die Innenstädte, Städte überhaupt, waren ruinös, Wohnungsnot herrschte. Die Wirtschaft war nicht wettbewerbsfähig, die Umwelt war vergiftet. Einige hielten es nicht mehr aus. Und in diesem Sommer 89, den ich auch gerne als den langen Sommer der Hoffnungslosigkeit und Resignation bezeichne, sondern sie nutzten den Sommer, die Ferien, den Urlaub, um über Ungarn nach Österreich zu kommen. Denn an dieser Grenze wurde zu dieser Zeit nicht mehr geschossen.
Und wer von den Grenzern zurückgeschickt wurde, wurde nicht in Handschellen in die DDR zurückgebracht, sondern konnte es danach an der zweiten, dritten, vierten Stelle wiedervermitteln, bis er es geschafft hatte. Für uns Zurückgebliebenen in der DDR war es immer traurig, wenn einer von den Verwandten oder Freunden ging. Und es war so eine Stimmung, wie wir sagten, wer wird der Letzte von uns sein, der das Licht ausschaltet? Der Sommer ging zu Ende. Nach Ungarn brauchte man ein Visum, um dort einzureisen. Und nun versuchten es viele über die Botschaften in Prag, Warschau, auch eine Schengen-Vertretung Ost-Berlin. Dort konnte man so hinreisen. Besetzten die Botschaft in Prag und sagten, wir gehen nicht hier heraus, bis wir die Ausreise haben. Und als dann am 30. September 1989 Rudolf Seiters und Hans-Dietrich Genscher dort zu den etwa 7000 Flüchtlingen sprachen, dass ihre Ausreise, da ging alles in Jubel unter, genehmigt wurde, da wurde dieser Ruf auch in der DDR gehört. Und die ersten Züge fuhren dann am 1. Oktober in den Westen. Wir bekamen es gar nicht mit, dass sie auch über Dresden fuhren. Und auf dem Hauptbahnhof in Dresden gab es einen kurzen Halt. Drei sprangen noch auf diese Züge in die Freiheit und waren mit weg. Doch in der Zwischenzeit waren die Botschaften schon wieder voll. Da begann die DDR am 3. Oktober die Grenzen zur CSSR zu schließen, denn sie bereitete sich gerade auf den 40. Jahrestag der Republik Gründung vor, 7. Oktober, Jubelfeiern sollten stattfinden und die Menschen liefen hier davon. Also sie schloss die Grenze zur CSSR, die Botschaft war voll in Prag und auch diesmal durften sie wieder ausreisen. Und die Genossen wollten es diesmal besser machen als am 1. Oktober und hatten angeordnet, dass die Züge, die durch Dresden fuhren, das war auch so ein irrationaler Souveränitätstipp von Erich Honecker, dass die Züge quasi als Ausweisung der DDR-Bürger über die DDR-Territorien fahren müssen, nicht einen kurzen Weg nach Bayern. Diesmal hat der Deutschlandfunk Munitions berichtet, Botschaft ist wieder voll, die Züge werden bereitgestellt, Flüchtlinge sind in die Züge eingestiegen, es ging, stündlich die Nachrichten gehört. Als es dann hieß, die Züge fahren über das Territorium der DDR, war jedem Dresdner klar, also von Prag müssen sie über Dresden fahren. Ich habe meiner Frau Bescheid gegeben und gesagt, wir müssen heute zum Hauptbahnhof hin, da passiert irgendetwas. Das war der 4. Oktober. So wie wir zum Hauptbahnhof strömten Menschen aus der ganzen DDR dorthin. Einmal die Dresdner, die einfach dabei sein wollten, was geschieht, und dann vor allem auch die weiteren Ausreisewilligen, die Flüchtlinge, die glaubten, jetzt auf den letzten Zug in die Freiheit noch aufspringen zu können. Wir kamen am Hauptbahnhof an, da war der Hauptbahnhof ringsherum abgeriegelt. Ich kam gar nicht in den Hauptbahnhof hinein, denn diesmal, wie gesagt, wollten es die Genossen besser machen. Sie haben den Bahnsteig, auf dem der Zug ohne Halt in der Nacht durchfahren sollte, der vier Aufgänge hatte. Hier in Hamburg habe ich geguckt, da hat jeder zwei Aufgänge rechts und links in der Bahnsteig. Dort gab es in Dresden vier Aufgänge und vor jedem Aufgang wurde eine Hundertschaft Polizei gestellt. Und damit man auch nichts erfährt, wurde auf dem gegenüberliegenden Gleis ein Blindzug hingestellt und dann sollten die Züge ohne Halt durchfahren. Aber die Ausreisewilligen und die Flüchtlinge, die schon wieder auf dem Weg nach Prag waren, wurden an der Grenze in Bad Schandau später zurückgeschickt, landeten wieder am Hauptbahnhof. Dort rückten schon die Nächsten aus Rostock, Schwerin, Magdeburg nach und trafen sich dort wutentbrannt. Fanden sich diese beiden Gruppen, die schon wieder zurückgeschickt wurden, die wieder weg wollten, auf dem Hauptbahnhof. Und einige sind dann Frauen mit Kinderwagen vor sich her schienen auf die Gleise hochgefahren und wollten die Züge anhalten, die dort kommen. Und der Hauptbahnhof wurde mehrfach geräumt. Ich bin nun mit meiner Frau und zwei Kindern, dachte mir, ein dummes Pulver nehmen, auf die Polizeikette zugegangen und sagte, ich will eine Fahrkarte kaufen. Das, was man im Bahnhof in der Regel tut.
und sah dabei den Polizisten in die Augen. Es waren Wehrpflichtige, junge Leute, ähnlich ängstlich, angstvoll, wie wir es waren. An den Blicken spürte ich, im Grunde wollen sie uns nicht verprügeln, schießen, sondern sie sind nun hier hingestellt in ihrer Wehrdienstzeit und bekamen die Antwort, wenn sie eine Fahrkarte kaufen wollen, fahren sie zum Hannover Stadt. Naja, hinter uns wurde es unruhig. Es wurden immer mehr Menschen, sie riefen, ihr seid ja schlimmer als die Nazis. Wir sind wieder zurückgegangen in die Menge und ich spürte, jetzt muss es bald passieren. Hat meine Frau die Kinder nach Hause gefahren und als ich den Trabant in die Garage fuhr, sagte mir meine Frau, dass du ja nicht noch einmal zum Hauptbahnhof fährst. Sagte nicht ja und nicht nein und fuhr nochmal hin. Allerdings dann sogar mich abgelenkt. Es kam an diesem Abend zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Irgendwann pulte jemand den ersten Pflasterstein aus dem Boden. Sie flogen gegen die Polizisten, gegen die Glasscheiben, gegen den Intershop wurde gestürmt. Die Polizei forderte permanent Verstärkung an. Der Bahnhof wurde mehrfach geräumt, denn zunächst wurde der Zugverkehr noch nicht unterbrochen. Und es kam dann eben vom Bahnhof Neustadt, diejenigen, die außen nicht reinkamen, wieder in den Bahnhof hinein. Die Polizei wurde der Sache nicht mehr Herr. Es wurde also bis von Halle Polizei Verstärkung angefordert. An diesem Abend, und eigentlich eine ganze Woche lang, war die friedliche Revolution gar nicht friedlich. Denn die Polizei ging Gummiknüppeln, Wasserwerfern, Tränengas gegen die Demonstranten vor. Ein Polizeiauto wurde angezündet, was heute vielleicht so etwas Besonderes nicht ist, aber in der DDR, in einer Diktatur, ist das dann eklatant. Das ist da auch die Staatsgewalt. Das ist Konterrevolution. Ja, der damalige Einsatzleiter war Hans Bodrow als Bezirksvorsitzender der SED. Und dort hatte man die Sache permanent verfolgt und am Abend als die Einsatzleitung tagte, da rief dann Hans Modrow in seiner Eigenschaft als Vorsitzender dieser Bezirkseinsatzleitung beim Armeegeneral Heinz Kessler an und bat um NVA-Unterstützung. NVA, Armee gegen Bürger, eigentlich ja nur im Ausland, spielt überhaupt keine Rolle mit denen. Auch keiner dachte, dass so etwas eigentlich auch formal nicht rechtmäßig wäre und informell ja sowieso konnten sie machen, was sie wollten. Und um 23.15 Uhr informiert dann Modrow, dass der Armeegeneral seiner Bitte entsprochen habe und zwei Bataillone der 7. Panzerdivision Dresden, zwei Bataillone in der Offiziershochschule Höbau, 100 Genossen der Militärakademie Friedrich Engels und 700 Schaften Kampfgruppen bereitstellt. Es kam in dieser Nacht nicht zu diesem Einsatz. Gegen 2.30 Uhr wurde die letzte Ansammlung von etwa 3.000 Personen durch die Polizei aufgelöst. Und die 17 oder 19 Züge fuhren ohne weitere Vorkommnisse durch den Dresdner Bahnhof nach Richtung Hof in die Freiheit. Von nun an rissen aber die Demonstrationen nicht mehr ab. Auch am nächsten Tag, ich war neugierig, bin dorthin zum Hauptbahnhof, um mir das auch alles anzusehen. Aber die Polizei hatte die Demonstration in die Innenstadt hinein abgelenkt, nur nicht mehr an diesem Ort Hauptbahnhof, der so gefährlich in der Vergangenheit gewesen ist. Die einen riefen, wir wollen raus, und dann begannen aber auch schon Reformentschlossene zu sagen, wir bleiben hier, Reformen wollen wir. Schließt euch an, wir brauchen jeden Mann, und irgendwann dann auch den Satz, den sie draußen an der Säule haben, wir sind das Volk. Das war gemeint trutzig gegenüber den Machtorganen. Wir sind das Volk, nicht ihr, die ihr Gewalt gegen uns anwendet. Und keine Gewalt natürlich. Diese Losungen waren von Anfang an dabei. Und an diesem 5. Oktober war dann NVA im Einsatz. Die Maschinenpistolenträger bekamen 30 Schuss, die Pistolenträger jeder 12 Schuss Munition. Und so wurden die Demonstrationen abgedrängt in die Innenstadt und alle gewaltsam aufgelöst. In diesen Tagen hinterher wurde gezählt, wurden dann insgesamt 1.303 Menschen festgenommen, zugeführt, wie man es nannte. Die Gefängnisse waren voll, man machte sie dann in die Armeekaserne unter. Es lief so, dass sich ein Demonstrationszug in Marsch setzte und völlig spontan
Und irgendwann stellte sich jemand an die Spitze, dem wurde gefolgt, und er sagte geradeaus, rechts rum, links rum, und auf einmal war man in der Falle drin, in einer Sackgasse, wurde auf die LKWs geladen, Rollstuhlfahrer mit aufgeworfen auf den LKW, und dann ging es zum Abladen in die Kasernen, wo dann auch teilweise die Demonstranten Spießruten durch eine Gasse Spießruten laufen mussten, standen dann die Nacht über der sogenannten Fliegerstellung an der Wand. Wenn sich bewegte, bekam es in den Gummiknüppel. Das waren die Situationen in den heißen Herbsttagen in Dresden. Nun kam der 7. Oktober heran, Tag der Republik. Im Rathaus feierte Berghofer, der damalige Oberbürgermeister, Hans Modrow hielt eine Rede, dass alles in Ordnung ist. Zwei ausländische Delegationen waren da, bezeichnenderweise eine aus China und eine aus Rumänien. Und der damalige Oberbürgermeister schaute zum Fenster runter, zog die Gardine weg, während Modrow sprach und sah dort die Demonstranten einigen Schritts vorbeilaufen. Es kam ihm gespenstisch vor, irgendwie irreal die Situation. Hier wird gefeiert und dort unten demonstriert das Volk. Man lief auch. Nicht so wie heute, ausgerollte Transparente, damit alles schön fotografiert wird und langsam, man weiß, es passiert einem nichts, sondern so schnell wie möglich, damit die Demonstration möglichst lange geht, bevor sie aufgelöst wurde. Und die sich an die Spitze setzten, waren dann oftmals Stasi-Spitzel, als es herunterging. Von den LKWs zeigten sie ihren Ausweis, gingen den einen Weg und die zugeführten den anderen. So sollte es auch wieder am 8. Oktober sein, Sonntag, der 8. Oktober. Es gab wieder spontane Demonstrationen, die dann in der Prager Straße eingekesselt wurden. Etwa 1500 Demonstranten wurden in zwei Ringen eingekesselt von der Polizei. Hundestaffel im Hintergrund, Visiere herunter, Schilde hoch, man begann auf die Schilde zu klopfen. Und es sollte wie an den Vortagen sein, dass die Demonstration wieder aufgelöst wird. In dieser Situation setzten sich die Demonstranten auf den Boden, wollten zeigen, wir wollen keine Gewalt. Und zwei Kapläne, der Frank Richter, unser Mitbruder Andreas Neuschner, gingen auf die Polizeikette zu und keiner der Polizisten reagierte. Sie schauten alle nach unten, antworteten nicht, denn sie waren ja angewiesen, sich auf keine Provokation der Demonstranten einzulassen. Dann gelang es aber nach mehrfachen Versuchen dem Kaplan Frank Richter doch, dass jemand in Zivil mit ihm sprach. Und es war der Einsatzleiter dieses Abends, der die verschiedensten Einheiten aus den verschiedenen Städten koordinieren sollte und die Demonstration wie an den Vortagen auflösen sollte. Und er hatte zwar auf feindlicher Seite, aber ein offenes Gesicht, sagte Frank Richter. Und der fragte, was er möchte. Und er sagte, wir, die Demonstranten, wollen keine Gewalt, sondern wir haben bestimmte Forderungen, sie wollen keine Gewalt. Wir wollen mit jemandem, der hierfür verantwortlich ist, reden. Und verantwortlich für diese Stadt Dresden ist kein anderer als der Oberbürgermeister. Und der Einsatzleiter, entgegen des Befehls, den er hat, versucht jetzt über seine Kommandokette den Oberbürgermeister zu erreichen. Dieser sitzt zeitgleich, es ist ungefähr 21 Uhr, zeitgleich im Sonntagabend im Dresdner Rathaus, denn der Superintendent Zimmer und der Landesbischof Hempel und ein Oberkirchenrat Fritz hatten um ein Gespräch gebeten. Sie wollten einfach zu den Demonstranten sprechen. Und sie treffen sich im Dresdner Rathaus. Es war abgedunkelt, Vorhänge zugezogen, kriegsmäßig. Mit einer Taschenlampe wurden die drei hochgeführt in einen Raum, den sie später als das Büro des Oberbürgermeisters deuten. Und sagten, wir wollen zu den Demonstranten sprechen, so kann das doch nicht weitergehen. In diesem Moment hat auch Berghofer über die andere Polizeiinformationskette die Nachricht, dass Demonstranten auf der Straße mit ihm sprechen wollen. Nun versucht er sich Rückendeckung von Modrow zu holen, ruft
Modrow an, ob er darf mit den Demonstranten reden. Modrow sitzt in der Semperoper und sieht Fidelio. Wie auch immer, Berghofer entscheidet sich, mit den Demonstranten am nächsten Tag zu sprechen. Mit dem Superintendenten verfasst er zusammen einen Aufruf an die Demonstranten, dass sie miteinander reden und wieder auseinandergehen sollen heute. Und dann fahren die drei Kirchenvertreter auf die Prager Straße. Dort ist in der Zwischenzeit weiteres geschehen. Die beiden Kapläne, insbesondere Frank Richter, hat sich auf einen Brunnenrand gestellt und zu den Demonstranten gesprochen und gefragt, wer bereit wäre, für ein möglicherweise zustande kommendes Gespräch bereit zu sein. Und dann meldeten sich von den 1000 Demonstranten, die in diesem Ring saßen, etwa 50, jeder stellte sich kurz vor und am Beifall merkte man, aha, das ist ein Spinner und der könnte uns vertreten. So wurden genau 23 Demonstrantenvertreter ausgewählt, aus allen Schichten. Es waren junge Leute dabei, ältere, Arbeiter, Ingenieure, ein Katechet. Ein einigermaßen repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung, wie man ihn auf die Schnelle so zusammenstellen kann. Eben das Volk. Dann aber fragt der Fachrichter weiter, worüber wollen wir verhandeln? Und dann rufen die Demonstranten einige Ziele auf und es war im Grunde der Menschenrechtskatalog. Das, was man gerade tut, Demonstrationsfreiheit. Und eine ganze Reihe von weiteren Forderungen, die die Beate Mihai in ein Büchlein aufschreibt und aus dem dann die neuen Forderungen der Demonstranten geworden sind. Die drei evangelischen Geistlichen kommen von hinten durch die Polizeikette durch, denn man muss ja auch hineinkommen durch so eine Kette. Es treffen sich Ziemer, der Superintendent der Hoch der Kreuzkirche und der Kaplan Frank Richter, der zuständige Jugendseelsorger und gleichzeitig Vikar von der katholischen Kathedrale. Ziemer stellt fest, es gibt schon eine Gruppe, eine gesprächsfähige Gruppe, mit der man am nächsten Tag verhandeln könnte. Wendet sich an die Demonstranten, dass sie jetzt alle nach Hause gehen sollen und morgen wird dieses Gespräch zustande kommen. Die Demonstranten fordern, morgen um 20 Uhr sind wir alle wieder hier und wollen erfahren, was herausgekommen ist. Sagt der Ziemer, das geht nicht, Berghofer fürchtet, das wird wieder eine große Demonstration und haben uns gebeten, die Kirchen zur Verfügung zu stellen. Und wir haben also morgen Abend um 4 oder in den Kirchen der Stadt, die noch bekannt gegeben werden, zwei haben wir sofort, also die Kreuzkirche und die Hofkirche, da waren wir schon zwei dabei, bekannt geben, wo wir dann die Ergebnisse des Rathausgespräches mitteilen. Das war also der 8. Oktober 1989 in Dresden, als die Spirale der Gewalt erstmals durchbrochen wurde. Einen Tag vor Leipzig, am 9. wurde Leipzig zum Tag der Entscheidung, wo man auch nicht wusste, wie es ausgehen wird. Am nächsten Tag kam das Rathausgespräch zustande, auf der einen Seite der Oberbürgermeister mit seinen Ratsvertretern, auf der anderen Seite die Gruppe der 20 mit ihren kirchlichen Ratgebern. Bei diesem Gespräch kam inhaltlich nichts heraus, fast nichts heraus, bis auf die Tatsache, dass sich Berghofer für den unschuldig Inhaftierten einsetzen wollte. Für alles andere war Berlin zuständig. Aber man darf nicht an dem inhaltlichen Ergebnis das Gespräch messen, sondern überhaupt, dass es stattgefunden hat, dass man miteinander redet. Das war eigentlich das Wichtigste und dass man vereinbart hat, in einer Woche wieder zusammenzukommen. Das war das Wichtigste dieses Gesprächs. Ich war auf der Prager Straße an dem Abend nicht dabei. Mich ruft am Montagnachmittag nach diesem Gespräch der Frank Richter an, erzählt mir das, was auf der Prager Straße geschehen ist und sagt, endet damit mit der Bitte, ob ich für ihn in diese Gruppe gehe. Das sind circa 20 Leute, die sich nicht kennen, die erst zu einer Gruppe geformt werden müssten. Im kirchlichen Bereich hätten wir ja Gruppendynamik, ähnliche Dinge schon mal gehört. Und er hat
mit dem Bischof gesprochen und nach dem bekannten Verständnis, dass ein katholischer Seelsorger nicht in aktiver Politik gehen soll, bittet er mich, für ihn dort hineinzugehen. Da war ich still am Telefon. Auf der einen Seite hat mich riesig gefreut, endlich geht auch bei uns was los. Nicht nur in Polen, sondern jetzt auch in der DDR. Auf der anderen Seite ging mir durch den Kopf, wie in Polen wird es jetzt ein Jahr Kriegsrecht geben, in dem die Rädelsführer der Konterrevolution eingesperrt werden. Mit einem Jahr Lagerhaft hatte ich gerechnet, wenn ich jetzt Ja sage. Ich habe ein vorsichtiges Ja signalisiert, wollte noch mit meiner Frau reden und würde ihm am Abend endgültig Bescheid sagen. Am Abend waren dann die Bürgerversammlungen in vier großen Kirchen proppenvoll. Bis in den Altar herum standen die Menschen. Menschen kamen in die Kirche, die noch nie einen von ihnen gesehen hatten. Merkt man, wenn da junge Männer mit Mützen auf den Kopf reingehen. Und draußen standen weitere Menschen. Und die Gruppenvertreter nannten die Forderungen der Demonstranten. Und es war wohl alles voll war, mucksmäuschenstill. Als sie eben sagten, sie haben vom Oberbürgermeister gefordert, Freilassung der unschuldig Inhaftierten. Unschuldig Inhaftierte. Endlich durfte es einmal laut gesagt werden, und nun waren Tausende in der Kirche, dass es in der DDR unschuldig Inhaftierte gibt. Also ein Riesenjubel. Das, eine befreiende Atmosphäre war das dort. Und sachliche Darstellung der Ereignisse der letzten Tage und deren Wertung. Denn was man in den Zeitungen las, es waren Raudis am Hauptbahnhof, der Schaden wurde dargestellt, wie groß der Schaden war, konterrevolutionäre Aktivitäten waren es, leichtsinnige Frauen, die da das Leben ihrer Kinder mit dem Kinderwagen auf den Gleisen aufs Spiel gesetzt haben und immer auch Umschuss Neonazis, die dabei waren. Also es war, wurde nicht sachlich dargestellt, also objektive Berichterstattung in den Medien, wenn Sie wollen, Pressefreiheit, anders. Dann wurde auch gefordert, Reisefreiheit in sozialistische und kapitalistische Länder. Ein Riesenjubel. Denn wir waren wieder alle im Gefängnis drin. Grenze war selbst zu unserem Brudervolk, der tschechoslowakischen sozialistischen Republik, geschlossen. Es ist auch eigenartig, wie wir damals verquast auch sprachen. Die Forderung, freie Wahlen, haben wir uns gar nicht getraut, so zu formulieren, freie Wahlen. Denn die DDR hatte ja die freisten und gerechtesten Wahlen in der Welt überhaupt, die es gab. Und nicht so wie in der Bundesrepublik, wo man in der Laune des Tages den einen oder anderen wählt. Ja? Sondern das war ein Auswahlprozess, der über Wochen ging und die Genossen haben ausgewählt. Und sie haben als führende Kraft die besten Vertreter des Volkes. Und der Akt, das war nur noch eine Bestätigung dessen, dass man das Wahlsystem akzeptiert. Ja, also doch freie Wahlen konnten wir gar nicht sagen, sondern durch diese Kommunalwahlen, die gefälscht waren, wollten wir über die Wahlproblematik sprechen. Da muss sich irgendeiner verzählt haben, da muss nochmal nachgezählt werden. Dann kam eigentlich vom Berghofer das Entgegenkommen, dass er eben sagte, war, und das wurde dann so in der Kirche gesagt, Berghofer sagte, Wahlen müssen wieder Wahlen werden. Ein Riesenjubel. Wenn Wahlen wieder Wahlen werden, dann können wir uns ja die Regierung wählen, über mehrere Wahlvorgänge vielleicht, über mehrere Jahre, die wir haben wollen. Also großartig, großartig. Ja, an diesem Abend hatte ich dann am Ende dem Frank Richter endgültig zugesagt für die Gruppe der 20. Am nächsten Tag, am Dienstag, trafen wir uns dann im Domverein Schweriner Straße. Und ich erinnere mich, wie der Frank Richter gesagt hat, die muss erstmal zur Gruppe geformt werden. Ich komme dazu, da sind die ersten vielleicht 12 da, die gestikulieren, hochrote Köpfe. Und ich gucke mir das an, einen kannte ich. Gucken das an und dann jetzt muss ich ja das tun, was mir der Kaplan gesagt hat. Und frage dann nichts heraus, wollen wir nicht eine Tagesordnung aufstellen, worüber wir reden wollen. Ich wusste, man vermutet mich als Staatsspitzel.
Aber einer aus der Studentengemeinde war dabei, Ulrich Baumgart, sagte, nein, das ist der Herbert Wagner, den kenne ich, der ist in Ordnung, und dann ging es wieder weiter. Keiner hörte auf mich. Aber als dann Ziemer kam mit dem Heiko Strong, das war der erste Sprecher der Gruppe der 20, da ordnete sich das Gespräch um diese beiden und dann ging es eigentlich, ohne diese kirchlichen Ratgeber wäre die Gruppe gar nicht so zielgerichtet vorangekommen. Am nächsten Tag ins Rathaus, nachfragen, ob die unschuldig Inhaftierten freigelassen sind. Wer geht dorthin? Auswertung der Bürgerversammlung, Vorbereitung des nächsten Rathausgespräches. Von da an war es eine harte politische Arbeit, die ganze Woche über für alle Beteiligten und in der Regel nach Feierabend. Wir waren eine Feierabendrevolution. Am Tag wurde gearbeitet, wir wollten eigentlich nicht Versorgung mit den Waren des täglichen Bedarfs schwören, sondern haben in der Regel nach Feierabend dann demonstriert oder an den freien Wochenenden. Es kam dann uns als Gruppe dazu, ja, das war ein Richter, stellte mich der Gruppe vor, erklärte, dass er ausscheidet und ob ich jetzt in die Gruppe aufgenommen würde. Da wurde demokratisch abgestimmt und dann war seitdem bin ich Mitglied der Gruppe der 20. Nach einem Monat wurde ich dann Sprecher dieser Gruppe der 20 und da beginnt eigentlich die politische Laufbahn. Uns wurde als Gruppe alles Mögliche zugetragen. Wir waren Ansprechpartner für die Bevölkerung, uns wurden Briefe zugeschoben, wir haben zum zweiten Rathausgespräch vom Oberbürgermeister gefordert, wir brauchen ein Büro und einen Telefonanschluss. Und wir wollten anerkannt werden als eine Art Bürgerinitiative. Und da war für Dresden schon wieder fast alles am Rande des Abgrunds. Richter sagte der Oberbürgermeister, Sie sind für mich 20 Dresdner und davon gibt es eine halbe Million, spreche ich mit 20 anderen, dann sagen wir wieder was anderes. Ich erkenne euch nicht an als Gruppe. Und Büro und Telefon, was soll das? Daraus könnte ja wieder eine Opposition entstehen. Oder daraus könnte eine Opposition entstehen. Nun hatte jemand aus der Gruppe, Friedrich Bolz, eine ganz tolle Idee und sagte, wir rufen die Dresdner auf, eine Mark zu spenden. Auf ein ganz bestimmtes Konto. Nicht damit das Geld zustande kommt, sondern um zu bekunden, dass wir die Gruppe der 20 als unsere Interessenvertretung verstehen und deren Ziele unterstützen. Die Presse war begann zu diesem Zeitpunkt umzuschwenken. Der erste Glasnost-Artikel erschien nach dem ersten Rathausgespräch. Es ist möglich, miteinander zu reden. Die Presse veröffentlichte auch diese Notiz, diesen Aufruf und innerhalb kürzester Zeit waren 100.000 Mark auf dem Konto. Das heißt, von einer halben Million Dresdner unterstützen 20% und wenn wir die Kinder abziehen und die Genossen abziehen, dann war schon der Teil der Bevölkerung, die Gruppe der 20 unterstützt hat. Es ist dies ein einmaliger Vorgang in der Demokratiegeschichte Deutschlands, dass eine Vertretung der Bevölkerung sich die Legitimation auf diesem Weg holt. Es sind praktisch vorgezogene Wahlen, wo der Wähler sich für eine Mark den Wahlzettel kauft. Nur einen darf er abgeben. Das war auch eine Bedingung. Jeder nur eine Stimme. Auch wenn in den Kollektiven gesammelt wird, dann darf er nicht nochmal alleine eine Mark einzahlen. Ja, es ging bei der Friedrich Bolz, hatte sein Postgirokonto dafür zur Verfügung gestellt. Bei der Post gingen die Einzahlungsbelege aus. Das Konto wurde gesperrt mit der Aussage, er hätte gegen die Lotterie- und Sammelverordnung verstoßen. Nun hatten wir aber diese Unterschriften zum dritten Rathausgespräch, hat dann Berghofer zu widerwillig, aber gesagt, ich erkenne sie quasi an. Und sprach sich davon aus, wird sich für ein Büro und Telefonanschluss einsetzen. Mit dem Büro, das wurde nichts, aber wieder besagter Friedrich Bolz wollte gerade umziehen und wollte dazu die neue Wohnung im Hinterhaus renovieren. Und da sagte er, da zieht er jetzt nicht um, dann nehmen wir die erstmal als Büro. Und aber den Telefonanschluss, damals hatten 10% der Bevölkerung ein Telefon, wir hatten also Vorkriegsniveau nach 40 Jahren DDR erreicht. Das hat uns besorgt. Ja,
Es ging der Gruppe der 20 jetzt um einen kalten Dialog in der Bevölkerung. Es reichte ja nicht, dass die 20 mit dem Oberbürgermeister reden, sondern ein breiter Dialog in der Bevölkerung sollte sein. So haben wir Arbeitsgruppen vereinbart. Am Ende waren es 17 Arbeitsgruppen über alle Dinge, die uns interessieren in der Gesellschaft. Abstimmen konnten nach dem Modell der ökumenischen Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden, Wahrheit und Erschöpfung. Das war sowieso im Hintergrund so ein geistiger Träger des Ganzen. Denn die Formulierungen, die wir so einbrachten, waren eigentlich alle in diesem vorangegangenen zweijährigen Prozess, der gar nicht das Ziel hatte, deutsche Einheit. Waren schon vorformuliert. Und man sieht es auch später, alle neuen Parteien bis in die erneute CDU hinein haben Formeln aus der ökumenischen Versammlung übernommen, nicht dem sehr beispielsweise, der auch synodale war, Formeln dort übernommen in die neuen Parteiprogramme. In die neuen Parteiprogramme. Denn in der Block-CDU, die ja vergewaltigt war durch die SED, das war eine Partei des Friedens und des Sozialismus, stand es im Statut. Und die SPD war gleich in die kommunistische SED vereinnahmt worden. So ist das Parteienspektrum ja gewesen. Auch die anderen Blockparteien im Rahmen der Nationalen Front ordneten sich alle der Führung durch die CDU unter. Ja, in Dresden, es gab unterschiedliche Arbeitsgruppen. Manche waren sehr erfolgreich. Die erste Verfassung des Freistaates Sachsens, der erste Entwurf, ist in der Gruppe Recht beispielsweise entstanden, während die Arbeit am neuen Reisegesetz, wo wir eigentlich nur Reiseerleichterungen wollten, mit dem Fall der Berliner Mauer hinfällig geworden ist. Wir haben etwas neidvoll auch auf Leipzig geschaut. Die hatten regelmäßige Montagsdemos und in Dresden gab es nur spontane. Nicht nach jedem Rathausgespräch, das wurde begleitet durch eine Demonstration vor dem Rathaus. Und hinterher musste gesagt werden, dann, was ausgekommen ist. Also noch ein zweites Mal in den Kirchen und dann sagten die Kirchen aber, es ist kein Konflikt Kirche-Staat, sondern Regierung-Volk. Und den Konflikt Regierung-Volk, den wollen wir nicht ersatzweise als Regierung-Kirche austragen. Sodass dann die Demonstrationen um das Rathaus herum waren. Der Oberbürgermeister hat eine außerordentliche Stadtverordnetenversammlung einberufen. Erstmals, wo dann echt diskutiert wurde und nicht nur Zettel abgelesen wurde. Danach wieder eine Demonstration. Und wir schauten da etwas neidvoll auf Leipzig, wo wir wussten, jeden Montag gibt es eine Montagsdemo. Haben dem Oberbürgermeister das auch vorgeschlagen. Wir wollen in Dresden auch Demonstrationen machen. Um den Artikulationsstau der Bevölkerung zu ordnen, um den Verkehrsbetrieben zu sagen, dass sie ihre Straßenbahnen etwas zurückhalten und dann wieder hinterher den Schub verstärkt fahren müssen. Und da ging Herr Kofer auch drauf ein. Und wir haben dann, weil das so schön konstruktiv alles lief, mit ihm auch vereinbart, bei der anschließenden Kundgebung nach der Montagsdemo redet im Wechsel immer ein Vertreter der Gruppe der 20 und ein Vertreter vom Rat der Stadt. Es kam dann zur ersten regulären Montagsdemo und als ich nach all diesen Vereinbarungen aus dem Zimmer vom Oberbürgermeister rausging, als letzter sagte er, darf er mitkommen zur Demonstration. Und wir hatten nur die Kundgebung vereinbart zur Demonstration. Da er sich so kooperativ verhielt, habe ich Ja gesagt. Und nachdem ich Ja gesagt hatte, fragte er, kam Hans auch mit? Hans war Hans Bodro. Eigentlich nicht, aber dann hatte ich A gesagt, musste ich auch B sagen. Er auch. Und so kam es, dass zu der ersten regulären Montagsdemo auch Genossen an der Spitze des Demonstrationszuges waren. Und ich höre noch hinter mir die Rufe, wir sind das Volk. Und darüber antwortet ich auch. Ja, wir haben es wie in Leipzig gemacht, Friedensgebet, Andacht vorweggeschaltet und es ist etwas anderes, wenn man dann mit Kerzen und mit einer Fürbitte auch für die Polizei und für die andere Seite rausgeht, als wenn man mit Fackeln und mit verbrannten Fäusten eine Demonstration anführt. Ja, auf der
Es ging über zwei Brücken in der Stadt, noch nicht über die kleine Wandscheibenbrücke, die gerade im Bau ist, fast fertig ist, über zwei Brücken zum Fucci-Platz zur Kundgebung. Etwa 70.000 bis 100.000 waren bei dieser ersten Kundgebung dabei. Und im Wechsel, als wir dort ankamen, stand schon um die Tribüne eine Gruppe, drei Reihen, SED-Zöglinge, so schien es mir, davor. Ich stehe auf der Tribüne, auf einmal kommt ein kleiner Junge im Ostfriesen-Nerz und ruft: Die Stasi lässt die Mutti nicht durch. Ich habe gar nicht erkannt, unser 10-jähriger Sohn Daniel war das, der da zwischen den Beinen durchgeschlüpft ist. Und das Wort Stasi so laut zu rufen, ja, horch und guck, ja, das ist ein bisschen, aber naja, also wir haben die Demonstration dann ausgewertet. So kann es nicht sein, dass sich die Genossen, die für die vergangenen 40 Jahre verantwortlich sind, sich jetzt auf einmal ganz schnell an die Spitze der Revolution setzen. Und haben gesagt, weil die Stasi-Leute gestört haben, die nächste machen wir ohne euch. Da waren die Fahrerrat der Stadt enttäuscht. Und ich konnte mich um alles selbst kümmern. Tribüne, Beleuchtung, Tontechnik, Verkehrsbetriebe, Polizei. Hat 10.000 Mark gekostet. Das Geld hatte ich nicht, aber es kam inzwischen Geld rein durch diesen Spenden, durch diesen Aufruf für die Gruppe der 20. Und es war auch eine schöne Gelegenheit, dann für das Demonstration einen Hut herumzugehen zu lassen, wie unverschämt die Genossen sind, dass sie uns nicht einmal die Tribüne kostenfrei zur Verfügung stellen. Haben sie am Ende dann doch gemacht. Es kam nie eine Rechnung. Aber damals wusste man ja noch nicht, wie es ausgeht. Und die Tatsache, dass man miteinander sprach, hieß ja nicht, dass das so weitergehen muss. Ich war über Monate alles noch auf der Kippe. Hätte alles wieder in eine blutige Auseinandersetzung zurückfallen können. Die nächste Montagsdemo war gegen den Führungsanspruch der SED. Es sollten die Genossen dort auch einen Genosse war eingeladen zum Sprechen. Es kam aber keiner. Der nächste war dann Rechtssicherheit, ist die beste Staatssicherheit. So kamen also insgesamt 13 Montagsdemos in Dresden zustande. Zum 9. November, als die Mauer fällt, will ich nur ganz wenig sagen. Wird, denke ich, Herr Mittelmann hier sehr beeindruckend als Zeitzeuge selbst gesprochen haben. Aber am Morgen des 9. November konnte ich mir nicht vorstellen, dass am Abend die Mauer gefallen sein wird. Ich musste das mehrfach im Rundfunk hören, begreifen, dass das so ist. Konnte ich mir nicht vorstellen. Ja, und dann war auch klar, dass auf einmal die friedliche Revolution eine ganz neue Dynamik bekommt. Bei den Montagsdemos tat es mir ein bisschen leid. Es wurden auf einmal weniger, weil sie nach West-Berlin und Hof, die nächsten Orte von Dresden im Westen, in Scharen gefahren sind, sich das Begrüßungsgeld abgeholt haben, wieder zurückkamen. Die fehlten uns bei den Montagsdemos. Da waren wir auf einmal nur noch 40.000, 50.000. Die dabei waren. Aber was vielleicht noch wichtiger war, wir mussten nicht mehr so verklausuliert mit den Genossen sprechen. Also, wir konnten ihnen sagen: Fahrt doch selbst einmal in den Westen und schaut euch an, wie der stinkende und faulende Kapitalismus aussieht und entscheidet dann, welche Gesellschaftsordnung die bessere ist. Mehr brauchten wir gar nicht zu sagen. Da waren sie, war alles erledigt. Und sie kämpften nicht mehr so für ihr altes System. Ein für Dresden ein wichtiges Datum war der 5. Dezember. 4. Dezember war wieder eine ganz normale Montagsdemo. Wir hatten Solidarität nach innen und nach außen, hatten dort auf einer tschechischen ODS aus Aussicht Redner gehabt, auch um die Grenze hinweg. Versuchen mit den Nachbarn Kontakt aufzunehmen, denn dort begann jetzt die samte Revolution. Dann meldet sich bei mir ein Mann in Zivil, sagt, er ist der Generalmajor Böhm, Leiter des Amtes für nationale Sicherheit. Das war die inzwischen umbenannte Stasi. Und sie begannen dann schon ihre Spuren zu verwischen. Er möchte zu den Demonstranten sprechen. Ich dachte, das wäre ein
meine Freunde aus der Oppositionsbewegung sagen, wenn ich einen Stasi-General zum Montagsdemo reden lasse. Dann dachte ich, ich versuche es mal und frage die Demonstranten. Also im Land hier steht der Generalmajor Horst Böhm vom Amt für Nationale Sicherheit, wollen Sie ihn hören? Pfiffe und lass ihn reden. Und nachdem ich meinte, so die Hälfte hat zustimmend reagiert, habe ich ihm dann das Wort erteilt und dann sprach er, hat sich an die Demonstranten gewandt, der oberste Spitzen, der auch die Demonstration am 8. Oktober beobachtet hat und in seinen Notizen, in seinen Akten dort steht, wer hat den Pfaffen das Megafon gegeben? Die Pfaffen, das waren die jungen Kapläne. Ja, der redet nun und sah, er hat Befehl gegeben, keine Akten zu vernichten und fordert die Bevölkerung auf, ihn in der Unterstützung gegen Korruption und Amtsmissbrauch im Staatsapparat zu unterstützen. Er wurde ausgepfiffen, kein Wort wurde ihm geglaubt, ausgepfiffen und wie Espenlaub zitternd ging er dann die Tribüne rüber. Was ich nicht wusste war, dass an diesem Abend in Erfurt und Leipzig schon die beiden Bezirksverwaltungen für Staatssicherheit gefallen waren. Am nächsten Morgen oder am Vormittag ruft mich der General, der Oberstleutnant Prietz, das war der Vorsitzende oder der Leiter der Kreisbehörde der deutschen Volkspolizei, an, ich solle zu ihm kommen in einer dringenden Sache der Sicherheitspartnerschaft. Sicherheitspartnerschaft war bisher immer, dass ich bei ihm die Montagsdemos angemeldet habe. Ich komme zu ihm, er sitzt an seinem Schreibtisch, kein Bild mehr an der Wand, Honecker war abgehängt, Grenzen inzwischen auch wieder abgehängt. Das gesamte Politbüro und ZK der SED war zurückgetreten, notwendig gewählt, führungslos das Land. Und an unserem Gesprächstisch saß Arnold Fahrts vom Neuen Forum, heutiger Bundestagsabgeordneter für Dresden. Saß dort, aber er war fürs Neue Forum da und erzählte mir, dass er und einige weitere Bürgerrechtler am Vormittag bei der Bezirksbehörde der deutschen Volkspolizei waren, um sie zu und Anzeigen erstattet hatten gegen das Amt für nationale Sicherheit, weil der Verdacht besteht, dass dort Akten vernichtet werden. Und Aktenvernichtung ist auch ein Straftatbestand im Sinne der DDR-Gesetze. Und man fragte mich, ob ich bereit bin, meinen Namen für die Gruppe der 20, er würde das für das Neue Forum tun, die Dresdner Bevölkerung aufzurufen, heute Abend eine Demonstration vor dem Gebäudekomplex der Staatssicherheit, um eventuell stattfindende staatsanwaltliche Untersuchungen zu unterstützen. Und da schauen wir uns auch 3 Sekunden in die Augen. Bisher haben wir bei den Montagsdemos die Ordner vom Neuen Forum immer so gestellt, dass es gerade nicht zur Stasi ging, weil wir Signale aus dem Oktober hatten, wenn wir dorthin kommen, dann wird geschossen. Wir wollten also Blutvergießen unbedingt vermeiden, aber einmal musste es sein. Und wenn der Stein schon ins Rollen gekommen ist, müssen wir alle zusammenhalten. Ich sagte ihm ja, mache ich mit. Dann beim Oberstleutnant Prietz eine Demonstration angemeldet. Heute 17 Uhr eine Demonstration von dem Gebäudekomplex der Staatssicherheit für Ordnung und Sicherheit so umgesetzt. Ja, die sollte sich zurückziehen, die Polizei, nicht so sichtbar Präsenz zeigen. Dann sind wir zum Sender Dresden, 12 Uhr war es inzwischen, und kamen damals auch gleich bis in die Redaktionsstube hinein mit der Meldung, alle Dresdner mögen bitte an den Rundfunkapparaten bleiben, in einer halben Stunde kommt eine wichtige Durchsage. Dann setzen wir uns an die Schreibmaschine wechselseitig und haben Demonstrationsaufruf verfasst. Ich war für den Sicherheitskomplex zuständig, daran befasst für die schönen juristischen Formulierungen, die ich damals gar nicht zustande gebracht hätte. Dann ging 12.35 Uhr die Meldung über den Sender. Ich bin danach ins Rathaus, um den Megafon auszuleihen, die Verordnung Sicherheit beim mir zuständig. Erzähle es dem Chef, also beiläufig dem Chefvertreter des Oberbürgermeisters. Erzähle und im Übrigen haben wir für heute Abend eine Demonstration vor die Stadt. Im Gebäudekomplex der Staatssicherheit angemeldet.
Er reißt die Augen auf und wie er mir später erzählt, hat er, nachdem ich raus war, bei der Polizei angerufen. Wir müssen doch unsere Genossen jetzt unterstützen. Und der Oberstleutnant Prietz sagt, ich habe keinen Befehl dazu. Ja, wo sich keiner Befehl erhalten hat in der Zeit. Ich habe keinen Befehl dazu. Dann ruft er dann super den Zimmermann um Hilfe. Jetzt Kirche, hilf uns, damit die Stasi nicht besetzt wird, dass da nichts passiert. Da sagt der Superintendent, in der Vergangenheit hatten wir immer Angst gehabt, jetzt haben sie mal Angst. So, ich bin nach Hause gefahren, meiner Frau einen Zettel geschrieben, der ein Abschiedsbrief hätte sein können, weil ich wirklich nicht wusste, wie geht das aus. Und hätte an dem Abend, wenn geschossen worden wäre, alles wieder rückgängig machen können. Um 17 Uhr war schon alles, schon etwa 5000 Demonstranten da. Keiner hat sich an unsere Sicherheitsvorschriften gehalten. Man begann auf die Mauer zu klettern. Ich hatte angeordnet, man sollte auf der gegenüberliegenden Straßenseite sich platzieren, den Händen fassen, im Kreis bilden, ringsherum, eine ausfahrende Fahrzeuge nicht behindern. Es war nichts unter Kontrolle an der Stelle. Man begann auf die Mauer zu steigen und um 17 Uhr, es war schon dunkel im Dezember, geschah für mich das Wunder, dass sich das Tor von innen öffnete. Und ängstlich neben mir stand so in dem Zimmer, war nicht verkehrt, geistlichen Beistand in dieser Situation zu haben. Gingen wir rein, von hinten wurde gedrängt, ich schaute auf die Fenster oben, alles war verdunkelt, ob sich Gardinen bewegen, schon die Rohre auf uns gerichtet sind. Ich dachte an Kambodscha, an Pol Pot, der mal den Lehrer zu einer wichtigen Rede zu sich bestellte und sich dann mit Maschinengewehren abnähte. War nicht der Fall. Uns kam der Generalmajor Böhm entgegen, lud uns ein zu einem Dialoggespräch in den Clubraum des MFS. Er wollte, auch erst später kapiert, uns zu einem Dialoggespräch einladen und dann alle wieder nach Hause schicken, um so eine Besetzung auszuschließen. Aber wir wollten nicht mit ihm reden, sondern er sollte öffnen, alles öffnen. Wir wollten die Gefangenen, die politischen Häftlinge befreien. Nach mehreren Versuchen gelang es dann auch endlich, für den Zellentrakt dort die Schlüssel zu bekommen. Als wir dort reingegangen sind, in die Untersuchungshaftanstalt, da waren nur noch 7 Häftlinge da. Und ich dachte jetzt so, die freuen sich riesig, dass wir ihnen die Freiheit schenken. Und die 7 sagten, also wir sind keine Politischen, die sind schon alle raus. Nach dem Mauerfall, nachdem vor allem Republikflüchtlinge und Ausreisewillige und die penetranten Ausreisewilligen, die dann abgelehnt wurden und die dann wegen Behinderung von Behördentätigkeit eingesperrt wurden, die waren weg. Und es waren, die 7 sagten, sie hätten was anderes ausgefressen, also sogenannte Funktionshäftlinge, Strafgefangene, Küche, Tischler, Schlosser. Es würde ihnen reichen, wenn wir jeden Tag eine Schachtel Zigaretten reinbringen. Was die Gruppe Wolfspelz auch versprach. Ja, der Generalmajor Böhm musste alles öffnen und wurde dabei beschimpft, bespuckt, getreten, ging in die Knie. Und ich hatte Sorge um ihn, dass er gelünscht wird, zu Tode getreten wird. Wenn er mal unten liegt und tausende dran und drüber, dann ist so etwas geschehen. Und mit meinem Aufruf bin ich dann namentlich auch mitverantwortlich dafür, dass einer zu Tode gekommen. Er war jedenfalls am Ende fix und fertig und wollte dann nur noch nach Hause. Stand also im Clubraum an einem Tisch und wollte jetzt nach Hause und sagte der Schäfer, ihr Dienstwaffe. Zog er die Pistole, legte sie auf den Tisch. Der Schäfer nahm sie an sich. Und das war die Kapitulation der Bezirksbehörde der Staatssicherheit im Bezirk Dresden. Der größte Angstapparat war beseitigt. Der Drache war ans Herz getroffen, er mag sich noch beugen und Wänden winden, und man mag auch mit dem Schwanz noch eins kriegen, aber im Grunde war das Schwierigste geschafft. Dass es noch nicht ganz geschafft war, zeigt ja, dass der Aufruf aus der Bezirksverwaltung Gera am 9. Dezember, wo man zu einem Putsch aufgerufen hat. In Berlin, die Normannenstraße, ist da noch lange nicht gefallen. Sie
Er funktionierte ja bis zum 15. Januar 1990. Ja, noch ein wichtiges Datum, der 19. und 20. Dezember, der Besuch Helmut Kohls in Dresden. Durch die Montagsdemos war ich in Vorbereitungen eingezogen. Frank Modum hat ja Helmut Kohl nach Dresden eingeladen, um einen Kredit zu bekommen, um die DDR zu retten. Und das Rathaus war verantwortlich für die Vorbereitung. Und irgendwie wurde ich da informiert, dass Helmut Kohl vielleicht eine Rede hält. Man weiß nicht, der Kanzler ist für spontane Entschlüsse bekannt. Wir müssten uns darauf vorbereiten, wo dann die Tribüne stehen sollte. Dann bin ich mit den zuständigen Stadträten auf den Platz, aber nicht mit der Frauenkirche gekommen. Und die Genossen wollten die Tribüne an das Polizeipräsidium stellen. Wenn so wie in Westdeutschland die Eier fliegen, er gleich in Deckung gehen kann. Dann sagte ich, nee, Helmut Kohl fürchtet sich nicht, er will mitten im Volk stehen. Die Tribüne muss dastehen. Hatte eigentlich im Hinterkopf Fotos, die ich früher schon gemacht hatte, die beiden Pfeiler der Ruine der Frauenkirche im Hintergrund für die ruinöse DDR-Situation und in der Mitte der Kopf von Helmut Kohl als Hoffnungsträger. Das sollten die Bilder sein, die dann auch tatsächlich um die Welt gingen und in Amerika live übertragen wurden. Und mit Freudentränen in den Augen haben die Amerikaner diesen Vorgang in der DDR verfolgt und in diesem Besuch in Dresden. Nun stand aber auf einmal hörte man nichts mehr von dieser Rede Helmut Kohls. Am Dienstag sollte er kommen, am Dienstag, den 19. Und am Montag, zur letzten Pressekonferenz vom Rat der Stadt, um 11 Uhr, nichts davon. Ich habe gefragt, spricht er nun oder spricht er noch? Wissen wir nicht. Also niemand, es war nicht bekannt, ob er reden wird oder nicht. Montag, Mittag war nicht bekannt, ob er reden wird, am nächsten Tag. Ich rufe in der ständigen Vertretung in Ost-Berlin an und frage, ob er mit der Kanzler sprechen wird. Ob das im Programm drinsteht. Denn im Dresdner Programm stand es nicht drin. Und in der ständigen Vertretung hat man so eine Standardantwort. Wir wussten es wohl auch nicht. Es bleibt alles wie abgesprochen. Aber man wird wohl signalisiert, da hat einer angerufen. Und am Abend zur Montagsdemo habe ich dann einfach gesagt, das kann doch nicht sein, dass die Genossen den Besuch Helmut Kohls in die Bedeutungslosigkeit versinken lassen wollen. Jetzt nennst du einfach den Termin und aufgerufen, die Dresdner Morgen wollen uns den Bundeskanzler herzlich in Dresden begrüßen, besonnen und ruhig. Denn im Vorfeld war ja alles ruhig. Motor wollte die Millionen haben, das mehr wollte er nicht, oder Milliarden, aber ansonsten getraute sich auch keiner was zu sagen. Ganz kleiner Artikel nur in der Zeitung, Besuch Helmut Kohls. Niemand wusste, ob man die Emotionen bändigen kann, ob es zu nationalistischen Entgleisungen kommen kann und ähnliche Dinge. Dass da von mir die erste Strophe des Deutschlandliedes gesungen wird. Das waren so ein paar Sorgen, die man da schon hatte. Ja, also zum Montagsdemo, langsam morgen wird der Bundeskanzler Helmut Kohl in Dresden kommen, wollen ihn herzlich, herzlich empfangen, Sonnen empfangen. Und gegen, das wusste ich auch nicht, gegen 16.30 Uhr an der Ruine der Frauenkirche. Und das verbreitete sich dann wie ein Lauffeuer, genauso schnell wie Twitter heute, durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Durch die Stadt am nächsten Tag, als er mit Kohl kam, war es dann tatsächlich so, dass ja, Schätzungen gehen von 70.000 bis 100.000 aus, an der Ruine der Frauenkirche waren, auf diese Rede gewartet haben, Spannung gewartet. Mit schwarz-rot-goldenen Fahnen, aus denen das DDR im Leben herausgeschrieben war. Und ja, es gab auch Genossen, die dort kamen, so sagen wir mal reformwillige Genossen, die einige riefen dann auch, Helmut und Hans macht Deutschland ganz. Jedenfalls sprach dort niemand von der DDR-Seite. Helmut Kohl hat ein Gebinde an der Ruine der Frauenkirche niedergelegt und ging dann auf die Tribüne. Und als er begann, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Landsleute,
Da rieselte es mir den Rücken runter. Das erste Mal, dass ein westdeutscher Politiker mich Landsmann nennt. Wir sind nicht 16. Sowjetrepublik, in der man zufällig Deutsch spricht. Landsleute. Ja, und es war eine seiner, vielleicht die beste Rede, die er überhaupt gehalten hat, in der Frauenkirche frei gesprochen, wenige Notizen im Flugzeug gemacht, was er unbedingt sagen will. Und immer wieder von Beifall unterbrochen. Und einer der wichtigsten Sätze war, dass er dann sagte, wenn es die geschichtliche Stunde zulässt, halte ich fest an dem Ziel der Einheit unserer Nation. Riesenjubel. Da wussten wir, der mächtigste Mann in der Bundesrepublik will die deutsche Einheit, wir wollen sie. Und Helmut Kohl wusste, dass das ganze intellektuelle Gesäusel von Dritten Weg und für unser Land, im Aufruf gab es damals ja auch gerade, dass die DDR-Bevölkerung nicht eine reformierte DDR will, keine DDR mit sozialistischem Antlitz, mit menschlichem Antlitz, sondern die Einheit. Aber geschafft war sie natürlich noch lange nicht, sondern nur an diesem Ort verständigten sich Kanzler und die Dresdner Bevölkerung für stellvertretend vielleicht für die DDR, dass wir die Einheit wollen. Und Helmut Kohl hat dann angefangen, die Einheit zu zimmern von da an. Denn sicher war sie noch nicht. Die Sowjets wollten sie nicht zu diesem Zeitpunkt. Gorbatschow und Mitterrand mussten überzeugt werden. Nach diesem Besuch hörte ich Mitterrand in Leipzig, Herr Uni, wie er gefragt wurde zur Einheit Deutschlands, sagte Selbstbestimmungsrecht der Völker, aber Balance der Kräfte. Da war für uns alle klar, es bleibt beim alten Zustand noch mit Europa. Margaret Thatcher musste sich fügen, Deutschland so liebte, dass sie nicht genug davon haben konnte. Den Polen musste ihre Angst genommen werden vor einer Veränderung der Westgrenze. Ja, am Anfang der friedlichen Revolution im Herbst 1989 forderten wir die Menschenrechte und am Ende Rechtsstaatlichkeit, soziale Marktwirtschaft und die deutsche Einheit. Aus wir sind das Volk oder wir sind ein Volk. Am 18. März 1990 dann die erste freie Volkskammerwahl. Und da bestätigte sich, dass alle die Parteien, die Einheit Deutschlands wollten, gewählt wurden. Mit vielen Stimmen. Das ist also nicht nur Dresdner Spontanreaktion zu dieser Kundgebung war, sondern dass die Bevölkerung in der DDR die deutsche Einheit nach westdeutschem Modell will, und zwar so schnell wie möglich. Von da an wurde dann auch vertraglich nach außen die innerdeutsche Einheit gezimmert. Ein Meisterstück der Innen- und Außenpolitik. Denn das Zeitfenster für die deutsche Einheit war nur bis zum Sturz Gorbatschows kurz geöffnet. Wer also sagt, erst einmal lange im Winkel und reden miteinander, da hätten wir sie verpasst, Deutschland. Das jahrzehntelang Unvorstellbare wurde Wirklichkeit. Deutschland war wieder geeint, zum ersten Mal in unserer Geschichte ohne Blut und Eisen. Kein Mensch musste gewaltsam sterben. Mehr als 40 Jahre lang brauchte es, bis die Deutschen die Einheit in Freiheit errangen. Eine Freude und ein Jubel, der am 3. Oktober 1990 im Freudentaumel überall in Deutschland gipfelte. Normalerweise führen Zufälle, Kompetenzüberschreitungen und Kommunikationspannen zur Katastrophe. Das alles gab es zuhauf während der friedlichen Revolution. So viele Zufälle, überall zugleich in der DDR, so viele Kommunikationspannen. Wenn wir nur daran denken, wie also der Schabowski in Berlin einen Zettel aus der Tasche zieht, etwas vorliest, was er noch nicht gelesen hat, das wird live übertragen. Und an den Fernsehern machen sich auch tausende Berliner auf und gehen zur Bernauer Straße. Und der diensthabende Grenzoffizier sagt dann, Maschinenpistolen weg, bevor wir entwaffnet werden. Und sie trauen sich weiter vor bis an den Schlagbaum. Und dann fangen sie an, anzuheben. 40 Leute oder 50, weiß nicht, wie viele an den Schlagbaum passen. Und auf einmal geht er. Dann sagt der Grenzoffizier nur noch, der versucht mit seiner diensthabenden Stelle Kontakt aufzunehmen. Keiner da. Feierabend war dort. Kein Order. Aber er hat auch zufällig im Fernsehen gesehen, was der Schabowski gesagt hat. Das gilt unverzüglich.
So, und dann sagt er, wir fluten. Da ist die Mauer gefallen. Und das ist hunderte Male passiert. Für mich ist das ein Wunder, nicht, wenn gefragt wird, wer war der oberste Feldherr? Sowjetunion hat Lenin die Revolution organisiert. Wer hat sie in der DDR organisiert? Es gibt dort keine Person, die man da nennen könnte, die das die Fäden in der Hand hatte, sondern es war, was ich bisher noch nie in meinem Leben erlebt habe, es war ein Wunder, dass hier geschehen ist. Hier war das alles genau richtig. Wir hatten viel Glück. Die friedliche Revolution war für mich als einen der unmittelbar Beteiligten ein Wunder. Und die deutsche Einheit ist ein Glücksfall in der Geschichte unseres Volkes, worüber wir uns alle gemeinsam freuen können. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, den Bürgerinnen und Bürgern in Hamm und allen unseren Landsleuten in Ost und West, in Nord und Süd, einen fröhlichen Tag der deutschen Einheit.